Heute mache ich ein Get Ready With Me Video und sonst sind meine Schminktutorials ja eigentlich so, dass ich immer Musik drunter lege und nicht dabei spreche und die Looks sind auch sonst sehr geplant, aber diesmal dachte ich mir, ich mache das alles sehr spontan und werde auch dabei reden und ich habe noch gar keine Ahnung, was genau das jetzt für ein Make-up-Look wird, aber ich habe hier so ein paar Produkte, die neu sind und die ich einfach mal ausprobieren möchte und mal sehen, was für ein Look dabei rauskommt. Auf meiner Haut habe ich schon Tagespflege drauf und deswegen können wir eigentlich schon mit dem Look starten. Ich habe aber diesmal irgendwie Lust auf eine Base und da habe ich so ein paar Optionen. Und alle drei Base-Optionen sind illuminierend. Da habe ich zum einen von Burberry Fresh Glow und von MAC eins und zwar die Strobe Cream, beziehungsweise Strobe Cream Hydratant Lumineux. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine neue Version ist, der Strobe Cream, ob das irgendwie eher eine Tagespflege mit Strobe Cream Effekt ist oder ob es einfach nur die Strobe Cream in der neuen Verpackung ist. Das muss ich nochmal recherchieren. Aber die beiden sind sich sehr, sehr ähnlich. Ich werde das mal kurz swatchen. Also es hat so einen leichten Schimmer, so einen Nasseffekt würde ich das jetzt mal nennen. Und von Burberry ist es auch sehr ähnlich. Ich würde sagen, der von Burberry ist sogar noch so ein bisschen mehr in Richtung Schimmer. Und dann habe ich noch eine dritte Option und zwar von Chanel, die Le Blanc Base. Ich finde, die unterscheidet sich stark von den anderen, da sie viel weniger diesen Schimmereffekt hat, aber trotzdem so einen Glow auf die Haut zaubert. Sieht wirklich so aus, als würde der Glow von innen kommen. Und ich glaube, deswegen werde ich auch diese Option nehmen. Also die anderen zwei finde ich auch sehr schön. Aber dadurch, dass ich später, glaube ich, so ein bisschen Schimmer auf den Augen verwenden werde, will ich auf der Haut weniger Schimmer haben. Aber trotzdem diesen Glow-Effekt. Und ich trage das jetzt einfach mal mit den Fingern auf. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr schön. So, ich weiß nicht, ob man das erkennt im Video. Ich finde, es hat so einen leichten Glow bekommen, ohne irgendwie fettig oder glitzernd auszusehen. Dann geht es weiter mit der Grundierung und da benutze ich einfach zwei alte Favoriten. Und zwar benutze ich sowieso momentan immer die Ilia Foundation, aber da sie mir jetzt momentan etwas zu dunkel ist, werde ich das einfach mit dem Skin Tint, Perfecting Skin Tint von Glossy in der Farbe Medium mischen. Auch das werde ich wieder einfach mit den Fingern auftragen. Ich finde, mit der Base verteilt sich das auf jeden Fall besser als sonst. Also es ist einfach ein bisschen geschmeidiger. Wie ihr seht, habe ich jetzt nichts auf die Stirn aufgetragen. Wegen dem Pony will ich da nämlich so wenig Produkt wie möglich haben, weil der sonst einfach sehr, sehr schnell fettig wird. Weiter geht's mit Concealer. Das ist jetzt auch erstmal kein neues Produkt. Und zwar werde ich den Hero Concealer, den Out of Space Balm, verwenden. Den habe ich, glaube ich, auch schon in meinem letzten Tutorial benutzt. Also bei der Basis werde ich jetzt quasi keine großartigen Neuheiten verwenden. So, der Concealer ist auf jeden Fall sehr schön cremig. Ich finde den sehr, sehr angenehm, gerade hier im Augenbereich. Ich werde den aber noch so ein bisschen auf ein paar andere Stellen auftragen. Ich habe hier so Äderchen, die ich immer abdecken muss. So, dann würde ich sagen, ich mache mit den Augenbrauen weiter. Und da habe ich von La Roche-Posay einen Augenbrauenstift. Auch wenn ich meine Augenbrauen jetzt einfach nur wachsen lasse und schon eine Ewigkeit nicht mehr gezupft habe, tendiere ich trotzdem dazu, noch sehr viel aufzufüllen. Weil ich finde, dass es dann doch noch mal ein bisschen besser aussieht.
Und auch wenn eigentlich der Pony davor ist, finde ich, sieht man dann doch ab und zu mal die Augenbraue hervorblitzen und dann, warum nicht? So, und dann bürste ich das so ein bisschen aus, damit es nicht ganz doll ist. Aber sie sind dann noch sehr, sehr dick. Aber irgendwie mag ich das. Ja, also man könnte jetzt sagen, total der sinnlose Schritt, weil der Pony eh drüber ist. Aber ich finde, dadurch, dass es so ein bisschen durchscheint, macht das für mich persönlich doch irgendwie ein bisschen Unterschied. So, jetzt geht's ans Augen-Make-up. Und dazu habe ich eine neue Palette von Chanel aus der Coco Coat Kollektion, die ich ausprobieren möchte, und die sieht so aus. Also ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt wird, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und zwar starte ich mit den helleren Goldtonen hier unten. Ich werde den helleren Goldton jetzt einfach mal aufs gesamte Lid auftragen. Auf jeden Fall sehr schimmerig, aber ich finde, das ist ein cooler Goldton. Das ist sehr, geht mehr in die gelbe Richtung statt ja, ins, ich sag mal, Orange-Gold, ne? Und ich will damit quasi jetzt keinen irgendwie festlichen Party-Look schminken, sondern schon eher was für den Alltag und damit einfach so ein bisschen Abwechslung reinbringen, also ein bisschen Farbe. Ihr wisst, ich trage sonst im Alltag nicht sehr viel Farbe auf den Augen. Ich glaube, man kann die Farbe mit, wenn man den Pinsel anfeuchtet, nochmal so ein bisschen intensiver machen. Ja, wenn man will, könnte man hier jetzt auch einfach aufhören. Dann hat man nur so einen kleinen Akzent gesetzt. Aber ich werde jetzt noch den etwas dunkleren Ton auftragen. Ich glaube, der geht wiederum mehr ins, ja nicht ganz orange, aber hat halt mehr so einen bräunlicheren Unterton. Und den werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen am Außenwinkel auftragen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das einen großen Unterschied macht. Ich glaube, ich will es noch so ein bisschen intensiver machen und habe hier dafür schon mal so ein, wie sagt man, Lidschatten, hier so ein Augenstift. Eyepencil, so. Gibt es ein deutsches Wort für Eyepencil? Mir fällt irgendwie gerade nichts ein. Jedenfalls ein Eyepencil von Zoeva habe ich hier rausgesucht. After the Disco heißt die Farbe und das ist eben auch so ein Goldton, aber nochmal ein bisschen kräftiger und gelber. Also ich swatch den mal hier so auf die Hand. So ist auf jeden Fall kräftiger und ich glaube, ich werde den jetzt einfach oben drüber auftragen und das Ganze damit so ein bisschen extremer machen. Auf jeden Fall viel, viel farbintensiver als der Lidschatten. Ich habe den jetzt auch einfach nur aufs bewegliche Lid aufgetragen und verblende das dann einfach mit dem gleichen Pinsel. Ich finde es ganz cool. Also es hat halt echt so einen schönen Schimmereffekt und sieht irgendwie schön frisch aus. Hätte ich nicht gedacht. Also es ist coole Farbe eigentlich. Und gar nicht mal so offensichtlich irgendwie weihnachtlich oder so, sondern neutral. Ich will jetzt, also man könnte jetzt auch irgendwie Kajal auftragen, um das so ein bisschen, um die Augen so ein bisschen mehr zu definieren oder die Wimpern irgendwie zu verdichten. Aber ich glaube, ich werde es lassen, damit der Look irgendwie weich bleibt, weil ich würde es jetzt schon irgendwie alltagsmäßig haben
Und Kajal sieht bei mir sonst sehr schnell nach Night Out aus und macht das alles so ein bisschen härter. Und ich will es aber irgendwie so soft lassen, wenn ich verstehe, was ich meine. Deswegen werde ich jetzt mit Mascara weitermachen und da benutze ich momentan wieder einen alten Liebling von mir und zwar Volume Effect Fossils von Yves Saint Laurent. Ich glaube, jetzt hat hier dummerweise die Aufnahme gestoppt und ich habe es nicht gemerkt. Jedenfalls habe ich jetzt den Mascara aufgetragen und ich finde, der Unterschied ist auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Viel, viel länger sind die Wimpern und viel voluminöser, also mehr Volumen. Und jetzt habt ihr nicht gesehen, wie ich den Mascara aufgetragen habe, aber eventuell kennt ihr das schon von älteren Videos von mir, dass ich den immer ein bisschen seltsam auftrage, aber für mich eben sehr, sehr effektiv. Und zwar trage ich den immer mit zwei Händen auf und ziehe so ein bisschen am Auge, damit ich eben sehr, sehr gut an die Wurzeln von den Wimpern rankomme. Und immer wenn ich dann Mascara auftrage, schließe ich dabei mein Auge, sodass ich sodass ich die Wimperntusche wirklich bis an die Spitzen auftragen kann, ohne dass ich mich selbst anmale. So, soweit wären wir dann fertig mit den Augen. Ich benutze als nächstes einen Bronzer und da benutze ich einen alten Favoriten von mir und zwar Hoola von Benefit. Und den trage ich einfach mit einem etwas größeren Pinsel auf. Und ja, das benutze ich so für eine Mischung aus Konturieren und Aufwärmen. Weil ich jetzt nicht nur konturiere, sondern das auch hier weiter vorne auftrage. Und gerne auch immer hier auf den Nasenrücken, weil ich finde, das gibt einen erst recht so einen sonnengeküssten Look. Also lässt einen noch gebräunter aussehen, ohne dass es unnatürlich aussieht. Und als nächstes würde ich dann noch ja, normalen Blush auftragen. Und da habe ich auch ein neues Produkt, auch von Chanel aus der Coco Code Kollektion. Und zwar dieser hier. Super schöne Farben. Also ja, ich werde einfach alle vier miteinander mischen. Mit einem etwas kleineren Pinsel. Hier habe ich einen von Shiseido, den ich immer sehr gerne benutze. Und der ist ein bisschen fluffiger, also deswegen kommt nicht allzu viel Produkt drauf. Und das trage ich einfach auf die Apfelbäckchen auf, um einfach so ein bisschen Farbe reinzubringen, aber nicht allzu viel. So, ich finde, das ist echt eine schöne Farbe. Sehr, sehr frisch. Aber doch sehr natürlich, also es sieht echt wie so ein normales Erröten aus, nur eben deutlicher. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Lippen. Und ich würde sagen, dadurch, dass der Rest schon relativ farbig ist, gerade mit dem Gelbgold, werde ich nur einen nudefarbenen Lippenstift benutzen. Und da habe ich einen von Givenchy, den habe ich euch in meinem letzten Haul-Video gezeigt. Ne, vorletzten Haul-Video. Das ist eben so ein Nude-Ton, ein sehr, sehr schöner, finde ich. Und den werde ich jetzt einfach so auftragen. Aber mir ist der so ein bisschen too much. Deswegen werde ich den so ein bisschen abschwächen. So, nochmal eine zweite Schicht, dann ist der so ein bisschen länger haltbar. Und ich finde, dadurch hat er so einen schönen matten Effekt und sieht fast schon aus wie so ein Liquid Lipstick, ohne dass es ein Liquid Lipstick ist, sondern ein ganz normaler, angenehmer Lippenstift. Und ich bin sehr überrascht, also positiv überrascht, gerade wegen dem Gold und so, aber ich finde, das ist ein sehr tragbarer Look, den ich auch so im Alltag tragen würde, einfach ein bisschen Pep in den Alltag bringt und so ein bisschen Farbe, ohne dass es wirklich so ein Abendlook ist. Also ja, gefällt mir echt gut. Und dann lasst mir doch in den Kommentaren da, wie ihr den Make-up-Look findet und auch, ob euch das Video so gefallen hat in der Art, wie ich das heute mal gemacht habe. Es ist vielleicht so ein bisschen chaotischer geworden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!